Was koche ich denn nun am ersten Weihnachtsfeiertag zum Mittagessen? Ich weiß. Rotkraut, gedünstete Äpfel, Kartoffelklöße, 3 Tröpfchen Sherry in der Soße und Gänsebraten. Auguste, entschuldige bitte. Lass man gut sein. Erzähl man die ganze Geschichte, wie das alles gewesen ist. Von vorne bis hinten und lass nichts aus. Das Gute und das Schlechte, besonders das Schlechte. Luitpold Löwenhaupt hatte bereits im November vorsorglich eine 5 Kilo schwere Gans gekauft. Eine Weihnachtsgans. Aber die Frage stand im Raum, wohin mit der Gans bis Weihnachten? Unsere Kinder, Gerda, Elli, Peterle, schaut mal, was wir haben. Am Nachmittag gingen die Kinder mit der Gans spazieren. Und das Glück war allgemein. Vorneweg die Gans, dahinter der Peter, schließlich die Gerda und hinten dran die Elli. Bitte sehr. Sehr gut. Komm, wir gehen hier unten lang, da können alle was sehen. Gänse sprechen? Quatsch! Du, Elli, in 17, 18 Tagen noch bis? Die Bühnenarbeiter setzten die Theatermaschinerie in Gang. Luitpold betrat die Bühne. Ein Raunen ging durch die Zuschauer rein. Die Kinder erwachten und schrien. Ich weinte. Die Gans rannte den Garten und schrie ganz laut. Lack mich in Ruhe. Ich will ihn mit Ruhe. Luitpold rannte mit einem Riesenmesser hinterher. Die Gans schrie mal laut. Der Opernsänger hat Schlaftabletten. Ich wiederhole. Schlaftabletten ins Leckerfutter getan. Und ich bin matt eingeschlafen und hab man nicht mehr bewegt. Dem Peterle haben sie erzählt, ich halte Winterschlaf. Ich bin noch kein Bär nicht im tiefen Wald. Ich bin eine respektierliche Gans, jawohl. Ich halte nie nicht Winterschlaf. Aber ich habe geschlafen und ich habe mal nicht mehr bewegt. Und da haben sie gedacht, ich sei tot. Jawohl, Mausetot. Und haben mir alle meine Federn ausgerissen, bis ich ganz nackert war. Ich habe aber nicht gemerkt, weil ich geschlafen habe. Seitdem bekommt Auguste jedes Jahr zu Weihnachten einen neuen Pullover geschenkt. Oh, heißt es denn? Oh.